wäre es eigentlich vorbei, weil eigentlich nur noch ein CT, also CT heißt Counter-Terrorist, also das sind praktisch die, wo die Bombe entschärfen müssen oder es verhindern müssen, dass die Bombe gelegt wird. Und ich werde euch jetzt da mal zeigen, wie es in der Ego-Perspektive aussieht, um einfach mal zu sehen, wie das so ein bisschen abläuft. So, hier möchte ich das Spiel Counter-Strike nochmal kurz erklären, von den Abläufen her, von dem Spieltyp her. Es ist ein Multiplayer-Spiel, das heißt mehr Spiele, mehrere Leute miteinander, gegeneinander. Das Spiel an sich besteht aus zwei Teams, einmal den Angreifern, einmal den Verteidigern. Hier, was wir hier jetzt sehen, ist die Oberansicht von einer Map, also von einer Karte, auf der gespielt wird. Links unten wäre zum Beispiel jetzt der Startpunkt von den Angreifern hier. Rechts oben wäre der Startpunkt von den Verteidigern. Rechts unten sehen wir einen Bombenplatz, rot gekennzeichnet. Hier kann eine Bombe gelegt werden. Oben in der Mitte ebenso. Also es gibt immer zwei verschiedene Bombenplätze pro Spielkarte. Es gibt verschiedene Karten, die man spielen kann. Wie gesagt, es gibt immer zwei Bombenplätze. Ziel der Angreifer ist es, auf einer der zwei Bombenplätze eine Bombe zu legen. Also es gibt immer eine Bombe, die man legen kann. Das ist das Ziel von den Angreifern. Die Verteidiger müssen das natürlich verhindern oder die Angreifer ausschalten. Je nachdem gewinnt das Team dann die Runde. Der, wo gewonnen hat, also am Anfang hat jeder $800 zur Verfügung, sich Ausrüstung zu kaufen in der allerersten Runde. Beide Teams starten gleichzeitig. Sobald die Runde vorbei ist, eine Runde dauert normal 2,5 Minuten circa. Kommt immer auf Setting an vom Server, auf die Liga und so weiter, was die Einstellung ist. Wenn jetzt die Runde vorbei ist, dann hat man 5 Sekunden Zeit pro Start an der Runde sich Ausrüstung zu kaufen. Je nachdem, wer die Runde natürlich gewinnt, bekommt natürlich etwas mehr Geld. Das ist dann immer auch so eine Sache von den Finanzen her. Was kauft man sich, was braucht man nicht? Muss man sich ein bisschen einteilen können. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt rechts oben, ist zum Beispiel jetzt ein Verteidiger schon gejoint auf dem Server. Und wie gesagt, es ist ein totales Teamplay, Teamspiel. Man kommuniziert ständig miteinander über Mikro, über Headset. Hat ein Programm, ein Voice-Programm im Hintergrund laufen. Also man redet ständig miteinander, was passiert, wo waren Gegner. Es ist nicht komplex, es ist total simpel. Aber man muss viel miteinander reden, man muss trainieren miteinander in seinem Team, damit man besser wird, damit man sich auf den anderen verlassen kann. Somit haben wir die nächste Runde gewonnen. Bekommen wieder Geld rechts unten. Los, los, los! Nächste Runde beginnt. Wechsel wieder zum Messer, um möglichst schnell hier hinten anzukommen. Geht in Deckung. Jetzt kommen sie mal raus. Links unten sehen wir zum Beispiel die Health-Anzeige, also Gesundheitsanzeige. Von 100 Punkten habe ich jetzt noch 74. Das rechts daneben, dieses Schutzschild nenne ich es jetzt mal, da kann man sich dann noch ausrüsten, also Kevlar und Helm. Die haben wir jetzt zum Beispiel gerettet, also haben wir wieder die Runde gewonnen, bekommen jetzt wieder natürlich Geld und so geht es immer weiter. Das ist jetzt natürlich hier nur eine Einspielphase, kein richtiges Match, nur mal um die Abläufe und das Spiel an sich zu erklären, weil einfach viel immer geredet wird von wie damals bei den Amokläufen und den Medien und was eigentlich gar nicht so ist. Und ich habe selbst länger gespielt und auch Liga gespielt, also es ist einfach eine Mischung aus Reaktionsvermögen, Reaktionsschnelle, präzise und vor allem Teamgeist, Taktik. Wie gesagt, richtig spaßig und richtig fordernd, dass dann erst im Team
gegen 5, wenn man mit seinem trainierten Team gegen andere trainierte Teams spielt. Das ist genauso wie beim Fußball. Das ist im Endeffekt nichts anderes. Sichern und laden. Man muss trainieren, um besser zu werden. Und ich glaube, das ist überall so, wenn man Erfolg haben will, dann muss man einfach Zeit investieren. Das ist bei jedem Hobby so. Das ist auch im Beruf so. Man muss immer alles geben, wenn man gut werden will. Das ist, man muss ehrgeizig sein und das macht einfach das Spiel aus.